Vision Gold mit dem Kanuten Max Rentschmidt. Und der Ruderin Alexandra Föster. Zwei Asse auf dem Wasser, die bei den Spielen in Paris 2024 Großes vorhaben. Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Wir sind in Posen in Polen beim Kanu-Weltcup. Hier im Bootshaus am künstlich angelegten Maltesersee treffen wir einen echten Weltstar in seiner Sportart. Max Rentschmidt, 28 Jahre alt. Dreimal ist er schon Olympiasieger geworden, fünfmal Welt- und sechsmal Europameister. Eine eindrucksvolle Zwischenbilanz, denn noch hat der ehrgeizige Kanute lange nicht genug. Ich habe auf jeden Fall noch Spaß am Kanusport und habe gesagt, ich mache das so lange, wie ich da Spaß dran habe und gehe immer wieder gerne aufs Wasser. Den Spaß am Kanusport teilt er mit seinem Halbbruder Tim Dietzler, der bei Max Rentschmidt sportlich vor allem von einer Sache total begeistert ist. Er ist zwar im Training, manchmal lässt das vielleicht ein bisschen schleifen, aber er ist wirklich, sobald es drauf ankommt, ist der Punkt genau da, liefert seine Leistung und kann sich auch verausgaben bis zum geht nicht mehr. Also sowas habe ich selten erlebt. Ich kenne ja jetzt schon viele Sportler hier auch, aber wirklich dieses bis zum Ende fighten und dann auch wirklich im letzten Moment alles rausholen, das kann er einfach wie kein Zweiter und das zeichnet ihn halt wirklich auch die letzten Jahre auch aus. Ein schöner Herbsttag am Baldeneysee im Süden von Essen. Es ist der größte Stausee in der Ruhr. Rund 700 Mal im Jahr lässt Max Rentschmidt ein Boot zu Wasser. Es gibt natürlich mal Tage, die nicht so schön sind, aber die schönen Tage, die überwiegen auf jeden Fall. Das Grundlagen-Ausdauertraining absolvieren Kanuten in Kajak-Einern. Neben Tim ist Jan-Peter Graf mit in der Gruppe bei der Kanusportgemeinschaft Essen, einem mehr als 50 Jahre alten Traditionsclub. Trainer ist seit Jahrzehnten Roland Berger. Er schätzt an Rentschmidt, wie gut der seinen Körper kennt. Der ist physisch stark, er kann in entscheidenden Momenten über sich hinauswachsen. Und ihm macht Training ganz einfach Spaß. Er ist nicht unbedingt der Trainingsfleißigste, aber ich würde sagen, da kommt am meisten bei rum. So. Das Sport- und Tanzinternat in Essen. Mit 13 geht Max Rentschmidt dorthin, 100 Kilometer entfernt von seinem Zuhause in Bonn. Er hat mit Wildwasserkanu angefangen, wechselt dann aber schnell zum Kanu-Rennsport. Sein großes Talent ist 2007 bei den deutschen Meisterschaften aufgefallen. Bin da anscheinend ganz gut gefahren, da ich halt gefragt wurde, ob ich auf dem Internat hier nach Essen möchte, das neu aufgemacht hatte. Und ja, hat mir das hier angeguckt, hat mir auf Anhieb gefallen und hab gesagt, ja, ich mach das. Und so bin ich nach Essen gekommen, von Bonn aus. Horst Melzer ist hier Internatsgeschäftsführer. Melzer ist eine Institution in Essen. Er hat die Schwimmstars Marc Warnecke und Christian Keller entdeckt und war viermal als Schwimmtrainer bei Olympischen Spielen dabei. Er betreute Max Rentschmidt im Internat von Anfang an und erlebte, dass der sich schnell zurechtfand. Er ist ein Mensch, der in seiner Bescheidenheit, in seinem Auftreten, nicht arrogant, nicht hochnäsig, obwohl er große Erfolge hatte, aufgetreten ist, sondern er ist ein Gemeinschaftstyp, der nie mit irgendwelchen unangenehmen, sagen wir mal, Dingen aufgefallen ist. Er war halt ein Mensch in der Gemeinschaft hier. Max Rentschmidt war einer der ersten hier und ist der Star der Einrichtung in der Ruhrgebietsmetropole, die jetzt 15 Jahre alt wurde. Viele Sportlerinnen lebten und leben hier, auch zwei Fußballnationalspielerinnen, Turit Knag und Nicole Anjomi, die im Sommer EM-Zweite in England wurde. Ein Internat ist nicht leicht für Teenager, doch Heimweh war bei dem Vorzeigekanuten kein Thema. Sportler sind den ganzen Tag beschäftigt. Also die haben ein total tolles und gutes Tageszeitmanagement. Die trainieren teilweise zweimal täglich, haben die Schule und der hat gar nicht die Zeit gehabt, groß über irgendwelche Probleme nachzudenken. Ich muss sagen, es ging. Dadurch, dass Bonn nicht ganz so weit weg ist, war natürlich bei mir immer von Montag bis Freitag Schule und Training hier in Essen. Am Wochenende bin ich oder war ich immer zu Hause. Das heißt, es hielt sich in Grenzen mit dem Heimweh und ich war halt auch mal schnell zu Hause. Beziehungsweise die Eltern konnten mal schnell vorbeikommen, wenn ich was vergessen habe.
Heimweh haben meistens die Eltern wesentlich mehr als die Sportler, die bei uns leben. Max Rentschmidt weiß schon in jungen Jahren ganz genau, was er möchte und wohin seine sportliche Reise mal gehen soll. Gut gemeinte Tipps aus dem Internatsumfeld werden da schon mal entschieden abgewiesen. Es gab mal eine nette Geschichte. Da wollte eine Ernährungsberaterin ihm den Verzehr mit Nutella und einem Brötchen morgens verbieten. Und da hat er der Dame erzählt, hat gesagt, nein, ich möchte Olympiasieger werden und ich brauche für mein Wohlbefinden morgens dieses Brötchen. Wir sind mal wieder im Hochsauerland in Meschede bei einer Ruderin Alexandra Föster und ihrem Trainer Sebastian Kleinsorgen, die wir beide ja schon einige Male besucht haben. Alexandra ist mittlerweile 20 Jahre alt. Wie fällt die Bilanz für ihr Wettkampfjahr 2022 aus? Insgesamt schon sehr zufrieden. Also ich glaube, ich bin sehr viele gute Rennen gefahren. Ich hatte sehr viele gute Erfolge, sei es der erste Platz in Luzern, die U23-WM oder der dritte Platz in München. Die WM ganz am Ende war natürlich so zum Abschluss ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube, insgesamt kann man trotzdem sehr zufrieden sein. Den Dämpfer bei der WM in Tschechien nimmt das Duo Föster-Kleinsorgen selbstkritisch auf die eigene Kappe, denn im Halbfinale verzocken sie sich, wollen Kräfte für das Finale sparen und scheiden aus. Das B-Finale gewinnt Alexandra zwar, aber so wird es in Anführungszeichen nur der siebte Platz. Wir sind es einfach nur taktisch vielleicht nicht ganz richtig angegangen. Ja, also wir hätten einfach ein bisschen besser steuern müssen, um ins Finale reinzukommen. Und das ist dann schon ärgerlich, wenn man eigentlich gegen Gegnerinnen dann den Kürzeren zieht, gegen die man im Laufe der Saison schon mal gewonnen hat. Dafür war der Erfolg in München bei den European Championships im August ein paar Monate zuvor umso schöner und umso wichtiger. Rang 3 und Bronze bedeuten die einzige deutsche Medaille bei dieser Veranstaltung in einer olympischen Bootsklasse. Das spricht nicht gerade für das Team im Ganzen, zeichnet dafür aber das Duo aus Meschede ganz besonders aus. München war schon besonders, also auch schon allein die Zuschauermenge, die da war und das waren schon mehr Zuschauer als bei der Weltmeisterschaft dann nachher in Tschechien. Einfach dadurch, dass da dann mehr Aufmerksamkeit draufgekommen ist. Aufmerksamkeit, die die beiden gut gebrauchen können. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Trainer und Sportlerin hier im Hochsauerland gemeinsam ihr Ding machen können, abseits der großen Stützpunkte. Würde Alexandra Föster nicht im Einer sitzen, müsste sie in ein anderes Boot und damit in die Hauptstadt wechseln. Wenn ich jetzt an dem Bundesstützpunkt nach Berlin ziehen müsste, dann wäre das natürlich vorbei. Ja, so ist es. Damit das nicht so kommt, gilt es, sich jedes Jahr wieder aufs Neue für den Einer zu qualifizieren. Das heißt, bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften im April, wenn sich national alle im Einer beweisen müssen, die schnellste zu sein. Diese Auswahlmethode, die es in Deutschland schon sehr lange gibt, ist umstritten. Die Qualifizierungsmaßnahmen, die wir in Deutschland treffen, die sind einfach vom Zeitlichen viel früher als die Zielwettkämpfe, die wir letztendlich haben. Ja, und dann habe ich im Jahr zwei Höhepunkte, die ich mir festlegen muss, nämlich den ersten, den Einer zu qualifizieren auf nationaler Ebene. Und wenn ich das geschafft habe, letztendlich dann die Olympia-Qualifikation nächstes Jahr. Im April bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften und im September bei der WM ist also Topform gefragt. Alexandra Föster hat nach der Saison 2022 erstmal 5 Tage gar nichts gemacht. Dann 2 bis 3 Wochen sehr locker trainiert. Jetzt geht es Mitte Oktober wieder so richtig los. Der Einstieg ist jedes Jahr immer wieder eine Qual. Es war ziemlich anstrengend. Ich war gar nicht so schnell und es war dafür irgendwie alles so hart. Aber das kommt halt wieder und ich merke jetzt halt, dass ich dann noch ein bisschen was tun muss, damit ich wieder auf das Niveau komme. Wir sind auf der Isenburg in Essen, circa 10 Minuten vom Regattahaus entfernt. Max Rentschmidt ist Sportprofi. Gerne hätte er Abitur gemacht, aber das hat er damals mit dem vielen Training nicht vereinbaren können.
So geht er nach der mittleren Reife in den Polizeidienst und arbeitet dort an einer zweiten Karriere. Also ich musste die Ausbildung machen im mittleren Dienst. Die geht über 4 Jahre anstatt 2,5. Und letztes Jahr, oder beziehungsweise seit vorletztem Jahr, haben wir die Möglichkeit, einen beschränkten Aufstieg in gehobenen Dienst zu machen. Und den letzten Winter musste ich mich dann nochmal auf die Schulbank setzen und konnte dann den Aufstieg in die gehobene Laufbahn machen. Aktuell gilt aber die volle Konzentration seinem Leistungssport. Denn bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 sind es keine 2 Jahre mehr. Und jetzt bin ich halt wieder freigestellt für den Sport, dass ich die Trainingslager mitmachen kann und halt mit Ziel Paris ordentlich trainieren kann. Paris wären die dritten Olympischen Spiele für Max Rennschmidt, der seit 2013 im Erwachsenenbereich an den Start geht. Bei seinen ersten in Rio de Janeiro 2016 kann er sich direkt 2-mal über Gold freuen. Im Zweierkajak mit seinem Partner Markus Groß und im Viererkajak. Rennschmidt dabei immer in verantwortungsvoller Position als Schlagmann. Ja, ich glaube schon, dass er in entscheidenden Momenten sehr cool war. Das war auch eine Entwicklung. Also bis Rio war er oftmals so relativ nervös und so weiter. Aber das hat ihm dann so viel Selbstvertrauen auch gegeben, die beiden Goldmedaillen dort vor Ort, dass er danach eigentlich schon relativ cool immer rüberkam. Also die Nervosität ist ein bisschen weniger geworden bei mir. Früher würde ich sagen, war es ein bisschen zu viel. Jetzt ist es so eine gute Anspannung und das ist dann wirklich bis ich aufs Wasser gehe, mich einfahre, ist die Nervosität voll da. Und wenn es dann zum Start hochgeht, geht die Nervosität langsam weg und dann am Start ist dann die volle Fokussierung und dann bei los geht's los. Diese neu erlernte Coolness am Start und im Rennen zahlt sich dann auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen aus. Tokio 2021 wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Für den favorisierten deutschen Vierer Gold unter erschwerten Bedingungen. Ihr gewohntes Boot wurde beim Transport nach Asien beschädigt. Tokio war natürlich von der Stimmung was ganz anderes als Rio. Es war natürlich ein Geisterrennen, in Anführungszeichen, keine Fans da. Das heißt, die Stimmung war natürlich nicht gleich wie in Rio. Nichtsdestotrotz war es natürlich das Ersatzboot. Wir haben uns dann vor Ort, hatten wir noch ein paar Tage Zeit, uns auf das neue Boot einzugewöhnen, nochmal alle Einstellungen nochmal zu überprüfen. Und es hat am Ende knapp, aber es hat gereicht. Bruder Tim Dietzler ist im Training eine große Stütze. Er studiert Sportwissenschaften in Bochum, ist sehr stolz auf den älteren, erfolgreicheren Bruder. Der sorgt für Aufsehen, wenn er mal in der Heimat in Bonn-Ramersdorf ist. Ist schon was Besonderes, das stimmt schon. Man schaut sich halt viel ab, man kriegt, also die Familie steht sehr im Fokus. Gerade der Max, wenn er zu Hause ist, da kommen dann Leute aus dem Dorf vorbei. Das ist schon immer sehr besonders. Auch dadurch, dass er ja so selten eigentlich bei uns ist, ist das immer schon ein Erlebnis. Wir sind wieder bei einer Ruderin, Alexandra Föster in Meschede. In dem Bootshaus oberhalb des Sees erklärt sie uns in Grundzügen ihr Boot, das noch gar nicht so alt ist. Das hier ist mein neues Boot, das habe ich dieses Jahr bekommen. Das kostet so 14.000, 15.000 Euro, ein neuer einer. Der ist ungefähr 8 Meter lang und wiegt 14 Kilo. Das ist die Mindestgrenze vom Weltruderverband. Und damit die auf jeden Fall eingehalten wird, haben wir hier im Luftkasten so Zusatzgewichte drin. Ja, also das hier ist der Ausleger, dieses Teil. Hier werden quasi dann nachher die Ruder, die wir Skulls nennen, eingelegt. Und hier mit so einer Schraube wird das dann zugeschraubt. Also man kann das hier aufklappen und dann macht man das zu und schraubt es zu, damit die beim Rudern halt nicht rausfallen. Wir haben halt diesen beweglichen Sitz hier. Der ist in 2 Schienen drin. Und das Boot ist quasi auch nur genauso breit ungefähr wie dieser Sitz, also so 30 cm circa. Die Schuhe sind hier im Boot fest verschraubt. Also wir haben da nicht unsere Straßenschuhe an beim Rudern, sondern wir haben diese Schuhe im Boot, die da drin fest eingebaut sind. Also wir haben hier noch diesen Speedcoach heißt es drin. Das ist quasi so ein Bordcomputer, könnte man sagen. Da sieht man die Schlagfrequenz, die Geschwindigkeit, die Strecke, die man schon gefahren ist und die Zeit. Also das kann man auch individuell einstellen, was man sehen möchte. Und den benutzt man einfach zum Training und auch in der Regatta, um dann konstant zu fahren noch. Zurück in Posen beim Ruderweltcup im Frühjahr. Der deutsche Vierer mit Max Rennschmidt, Tom Liebscher, Max Lemke und Jakob Schopf ist natürlich auch hier Favorit. Aber diese Bürde sorgt in jedem Rennen natürlich für extremen Druck. Nur Rang 1 zählt und stellt die 4 ehrgeizigen Sportler zufrieden. Auch in Posen wird der deutsche K4 seiner Favoritenrolle gerecht, gewinnt das Rennen souverän.
Keine Selbstverständlichkeit, denn die Verschiebung der letzten Olympischen Spiele hat viele Standardabläufe durcheinander gebracht. Das ist natürlich für uns Olympioniken, die letztes Jahr in Tokio waren, ist das dieses Jahr schon echt schwierig. Normalerweise im Vierjahresrhythmus ist das nach-olympische Jahr immer das, wo man sich ein bisschen erholen kann, wo nicht ganz so viele Trainingslager sind. Dieses Jahr ist sozusagen schon das zweite Jahr nach Olympia durch die Verschiebung. Deshalb ist es für uns alles ein bisschen dichter beieinander. Max Rennschmidt und seine Nationalmannschaftskollegen arrangieren sich mit den ungewohnten Begebenheiten. Was bleibt ihnen noch anderes übrig? Und schließlich sind sie ja auch für alle weltweit gleich. Es werden auf jeden Fall viele Trainingslager sein und Paris rückt jeden Tag näher. Und von daher heißt es jetzt reinkloppen und die Zeit läuft. Im April 2023 werden die nächsten Wettkämpfe sein, aber seit Anfang Oktober läuft das Training. Jetzt werden die Grundlagen geschaffen. Die meiste Zeit des Jahres arbeitet jeder Kanute für sich. Denn die Quali für Paris wird, wie immer, in einer Rennen ausgetragen. Erst danach finden sich die Besten zu einem Team zusammen. Das ist das Interessante bei uns. Wir müssen uns im Einzel qualifizieren. Das heißt, die Leute, die normalerweise bei uns im Boot sitzen, sind Konkurrenten. Aber nachher sind es dann halt auch wieder die Teamkollegen, mit denen man schnell zusammenfahren muss. Max Rennschmidt kennt diese Abläufe und Vorgehensweisen in- und auswendig. Er ist ein alter Hase im Kanugeschäft. Einer, der sich mittlerweile dann doch ab und an etwas sagen lässt. Er wird ja auch älter und reifer und insofern ist die Ernährung bewusster. Seine Lebenspartnerin, seine Freundin achtet da schon mehr drauf und versucht ihn dann schon mal mehr zu gesunden Nahrungsmitteln hinzuführen. Und ja, ich glaube, McDonald's ist nur noch einmal in der Woche der Fall. Ein Karriereende von Max Rennschmidt ist noch lange nicht in Sicht. Und wenn es mal kommt, ist er ja beruflich abgesichert. Ich gehe danach in einen ganz normalen Polizeidienst bei der Bundespolizei. Ich habe den großen Vorteil, dass ich eine heimatnahe Verwendung habe bei uns in der Sportförderung. Das heißt, ich kann mir die Dienststelle dann aussuchen. Max Rennschmidt, ein sympathischer Typ, ein harter Arbeiter, einer, der im entscheidenden Moment alles abrufen kann. Zum Abschluss dieser Reportage schauen wir noch einmal kurz ins Hochsauerland. Alexandra Föster richtet gerade ihre erste eigene Wohnung ein. Ihr Trainer steht natürlich auch hier mit Rat und Tat zur Seite. Vor der Nachmittagseinheit besprechen die beiden kurz noch ein paar Daten einer Messbootfahrt. Es geht dabei um die Beschleunigung des Bootes, gemessen über den Winkel des Ruders. Druckaufnahme ist okay. Kontinuierlich ansteigend. Der Hochpunkt passt ja eigentlich auch relativ gut. Ja, okay. Aber diese Dellen, die da drin sind hier, die also muss man vermeiden, ja. Die sie hier, ja. Die sind ja nicht so gut. Eigentlich bin ich jemand, der gerne analysiert, so im Allgemeinen. Aber dieses Messbootfahren ist meistens so, dass irgendwie am Ende rauskommt, dass man überhaupt nicht rudern kann. Und deswegen bin ich da mittlerweile, ja, macht mir das nicht mehr so viel Spaß. Was wir immer wieder beobachten können bei Trainer und Sportlerinnen, es wird offen diskutiert. Der konträre Austausch ist bei Ihnen eine wichtige Antriebsfeder für sportliche Entwicklung. Ja, die Zusammenarbeit immer konträr. Ja, also davon lebt aber auch im Grunde genommen dieses Team Föster mit Kleinsorgen. Ja, also solange man immer auf einem gewissen Niveau bleibt und Fortschritte dadurch macht, ist das auch so in Ordnung. Ja. Die ganzen Erfolge zeigen ja, wie gut das mit den beiden zusammen funktioniert. Was sind denn die Ziele für das Jahr 2023? Ich glaube, da gibt es ein ganz klares Ziel, und zwar die Olympia-Quali. Ja. Und das Finale, ne, bei der WM. Also ja, doch. WM-Finale. Da sind wir uns einig. Ja. In dieser Reportage haben wir den Kanuten Max Rennschmidt kennengelernt. Und mal wieder die Ruderin Alexandra Föster besucht. Zwei Asse auf dem Wasser, die schon jetzt Paris 2024 fest im Blick haben. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.